Die ersten Zuschauer kommen in den Raum. Wir werden also geduldig warten, bis alle angemeldeten Zuschauer den Raum betreten haben und freue mich auch über den großen Zuspruch, den wir gerade hier erleben. Bis dahin ja noch heimlich ein Lied singen. Aber wenn ich mich anschalte, gibt es Rückkopplung, ja? Ja, leichter Oder ein ist. Mikro ausschalten. Ja. Wir testen das mal, wenn ich rede. Ich glaube, da muss der Seite dann seinen Lautsprecher ausschalten. Ja, den Lautsprecher. Wie schaltet man den Lautsprecher aus? Unten rechts neben der Uhrzeit am Display, da ist das Lautsprechersymbol, wo Uhrzeit und Datum steht. Und Genau, und da einfach draufdrücken. genau, und dann ist der Lautsprecher ausgeschaltet. Jetzt geht's, ne? Ja. Perfekt. Alles klar, wir sind startklar. Wir sind schon ein Teilnehmer. Ne, wir sind jetzt bei aktuell 36. Oh, da sehen Sie mehr als ich. So, jetzt ist besser. Jetzt bin ich zu hören. Ja. Ja. Und das heißt, wenn du... Wir sind also jetzt schon in der Übertragung und ich würde jetzt einfach mal die Damen und Herren begrüßen, die jetzt schon in den Raum gefunden haben. Es werden immer noch ein paar mehr, aber nichtsdestotrotz, wir wollen ja auch keine Zeit verlieren. Wir haben ein spannendes Themenfeld vor uns. Ja, recht herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die sich jetzt hier am Bildschirm eingefunden haben über die Plattform Zoom, die wir seitens der Friedrich-Naumann-Stiftung nutzen. Ich heiße Sie recht herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Poluschek-Becher. Sie werden heute nicht viel mit mir zu tun haben. Ich darf Sie nur heute hier begrüßen als lokaler Büroleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Thüringen und freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Heute mit dem Auftakt unserer Veranstaltungsreihe, die uns die nächsten Jahre begleiten wird hier in Thüringen, Liberales und Christentum, liberale Profile in Thüringen. Und was spricht dann mehr nicht uns an, als über den Namensvetter unserer Stiftung zu sprechen, über Friedrich Naumann. Und ich freue mich, dass wir heute in der Runde hochrangige Gäste haben, die uns bei diesem Thema begleiten werden. Durch diese Veranstaltung wird heute Sie führen Dr. Thomas A. Seidel von der Martin-Luther-Stiftung, der Internationalen Martin-Luther-Stiftung, die ihren Sitz auch mit hier in Erfurt hat. Hallo Thomas Seidel, herzlich willkommen in der Runde. Ich freue mich sehr, dass Linda Teudeberg als Generalsekretärin der FDP den Weg zu uns gefunden hat und uns auch hier durch die Veranstaltung führen wird. Hallo, liebe Linda, herzlich willkommen. Guten Abend. Wir haben gewonnen, Landesbischof Friedrich Kramer, der entsprechend ja nun relativ jung noch im Amt ist als Landesbischof und freue mich, dass auch er entsprechend seinen Beitrag zu der Veranstaltung leistet. Herzlich willkommen, lieber Friedrich Kramer. Ja, schönen guten Abend. Und wen gibt es nicht Besseres bei uns in der Friedrich-Naumann-Stiftung aus dem liberalen Archiv, der entsprechend wirklich gute Worte und viele Worte zu Friedrich Naumann verlieren kann? Wir mussten ihn ein wenig einschränken, weil wenn Dr. Jürgen Fröhlich einmal richtig loslegt, kann er stundenlang sich auslassen über liberale Profile und vor allen Dingen über Friedrich Naumann. Deswegen freue ich mich, dass auch er hier zugegen ist. Hallo, lieber Dr. Jürgen Fröhlich, herzlich willkommen. Ja, Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, Sie dürfen sich jetzt freuen auf 60 spannende Minuten zu diesem Thema Friedrich Naumann. War er ein Pfarrer, war er ein Rebell und ein guter Politiker. Wir werden das heute gemeinsam erörtern und auch den Bezug in die Zukunft, das heißt in die heutige Zeit finden. Und dementsprechend wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß bei der Veranstaltung und würde mich natürlich auch freuen, Sie auch bei den folgenden Veranstaltungen bei uns begrüßen zu dürfen. Ihnen jetzt viel Spaß und lieber Thomas Seidel, ich gebe dir das Wort und freue mich auf eine spannende Diskussion mit dir. Ja, vielen Dank, lieber Christian Poluschek-Becher. Auch ich freue mich sehr auf und über diese Auftaktveranstaltung. Es wird ja eine ganze Reihe werden. Am Schluss sage ich dann auch noch mal was zur nächsten Veranstaltung, die versucht, liberale Profile in den Blick zu nehmen und das Verhältnis von Christentum und Liberalismus zu beleuchten. Die Gesprächsteilnehmer sind schon begrüßt und es ist auch schon darauf hingewiesen worden, dass wir mit Dr. Fröhlich einen Fachmann haben, der uns zunächst einen kleinen Einblick gibt in Wort und Werk und Person Friedrich Naumanns. Der Politiker, der Pfarrer, der Rebell, das ist ja der Untertitel dieser Veranstaltung. Und Herr Dr. Fröhlich, Sie haben gleich das Wort. Ja, schönen Dank. Liberalismus und Christentum finde ich ein spannendes Thema. Da fallen mir als geborenem Bundesdeutschen schon zwei Eckpunkte ein, die für die Spannbreite dieses Verhältnisses stehen. Auf der einen Seite das berühmte FDP-Kirchenpapier von 1974, das den Titel trug Freie Kirche im freien Staat. Es strebte damals die konsequente Trennung
von Kirche und Staat nach dem Muster betont laizistischer Staaten an. Man sollte allerdings immer darauf aufmerksam machen, dass es sich um ein Kirchenpapier und kein Religions- oder Glaubenspapier handelt. Und da ist natürlich auf der anderen Seite der Namensgeber für die liberale politische Stiftung ein evangelischer Pfarrer. Diese Namensgebung ist unter den politischen Stiftungen 60 Jahre lang einzigartig gewesen, zumindest in Deutschland. Dass nun ausgerechnet die AfD jetzt nachzieht, ist möglicherweise überraschend, aber damit ist wohl keine theologische Akzentsetzung verbunden. Die war auch nicht eigentlich mit dem Namen Friedrich Naumann verbunden. Naumann hatte sich zwar lange im kirchlichen Milieu bewegt und unter seinen frühesten Anhängern waren viele Amtsbrüder, aber als die Friedrich-Naumann-Stiftung am Amtssitz des damaligen Bundespräsidenten 1958 gegründet wurde, war dort kein Theologe anwesend. Und es ging, wie auf der Gründungsversammlung explizit festgehalten wurde, den Stiftern um liberale Politik. Das war überraschend, denn Naumann kam eben nicht aus einem klassischen, sondern aus einem orthodox-lutherischen Milieu. Als Sohn eines gutsbezirklichen Patronatspfarrers wuchs er in der Nähe von Leipzig, aber dennoch in ländlicher Idylle auf. Wichtig für ihn waren die Reichsgründung von 1871 und das war besonders, die Erfahrung von sozialem Elend, die er an einer anderen Gemeinde seines Vaters machte. Beides prägte ihn und er sah seitdem die national und die soziale Frage als die bestimmenden Elemente seiner Zeit. Selbst Pfarrer dann am Rande des Erzgebirges wollte er gerade in Bezug auf die soziale Frage etwas ändern und wandte sich einem christlichen Sozialismus zu. Da stieß natürlich in der Amtskirche Sachsens auf wenig Verständnis. Naumann wechselte deshalb zur inneren Mission in das liberalere Frankfurt. Als ihm dann, und da muss man ja, da haben wir jetzt einen Erfurter mit Max Weber. Also Weber hat ihm dann nahegelegt, dass aus dem Christentum eben keine konkreten Konzepte für die Politik seiner Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts abgeleitet werden konnten. Deshalb rief er dann 1896 Naumann mit einigen Gleichgesinnten den Nationalsozialen Verein ein. Übrigens bei ihnen in Erfurt. Dieser sollte dann mit schon gewissen Anleihen am Liberalismus, aber doch vor allem unter den Prämissen von national und sozial, eine Art nationalgesinnter Arbeiterbewegung schaffen und stand unter dem Motto, Zitat, einer Politik der Macht nach außen und der Reform nach innen. Das Programm atmete in vielerlei Hinsicht den Geist des Wilhelminismus. Denn auch der letzte Kaiser hatte zunächst versucht, sich als Machtpolitiker und sozialer Reformer zu profilieren, letzteres aber dann schnell wieder drangegeben. Naumann brauchte auch ziemlich lange, bis er die wahre Natur des letzten deutschen Kaisers erkannte. Das hat ihn selbst aber natürlich nicht in seinem Reformeifer gebremst und er wandte sich ab 1896, also dieser Zeit, ganz der Politik und der Publizistik zu, hat also sein Pfarramt aufgegeben. Der Nationalsoziale Verein blieb allerdings eine Splittergruppe, die nicht mit der Sozialdemokratie wie angestrebt, sondern mit den liberalen Parteien um Mittelschichtswähler konkurrierte. Und je klarer Naumann dies wurde, desto mehr hat er sozusagen sein Programm in eine liberale Richtung verändert. Erhalten blieben allerdings das National-Imperiale, also er war durchaus ein Anhänger von einer weitgreifenden deutschen Außenpolitik und das Sozialreformerische. Und das war um 1900 die Geburtsstunde eines nationalen und sozialen Liberalismus, für den Naumann dann den sogenannten Gesamtliberalismus, und der ging von ihm, von den Nationalliberalen bis zu der Sozialdemokratie als dem proletarischen Flügel des Liberalismus gewinnen wollte. Interessant ist, dass trotz dieses mageren Wahlerfolges Naumann um sich eine illustre Anhängerschaft versammelte, zu der unter anderem Robert Bosch, wie gesagt Max Weber oder auch Jüngere wie Theodor Heuss und Gustav Stresemann gehörten. Und in der Konsequenz hat dann Naumann 1903 seinen Verein dem Linksliberalismus zugeführt. Im selben Jahr, 1903, kam es zu einem Ereignis, das zeigt, dass Naumann eben nicht ganz von der Religion gelassen hat. Er hielt nämlich von der Universität Heidelberg den Ehrendoktor. Begründung dafür, die musste ja sein, waren die Andachten, die er in seiner eigenen Hauszeitschrift Die Hilfe verfasste. Das hat er später, obwohl er dann nicht mehr direkt Andachten hat, aber immer noch besinnliche Feuilletons zu wichtigen Feiertagen, auch etwa zum Reformationsjubiläum 1917, dort veröffentlicht. Die Religion ließ ihn also nicht los, trotz sozusagen seiner Relaizisierung. Allerdings hat er kirchenpolitisch aus seinen Erfahrungen mit der Amtskirche Schlussfolgerungen gezogen.
Und er dachte dann eben auch schon um 1905 etwa über ein neues Verhältnis zwischen Kirchen und Staat nach. Und da, das ist dann ganz interessant, tendierte er zu einer strengen Trennung der beiden Bereiche. Zitat aus einer Schrift von 1904: Lasst uns mit aller offiziellen Staatsreligion in Ruhe. Und das hieß für ihn eben auch, Zitat, Freimachung der Erziehung vom Konfessionszwang und die finanzielle Unabhängigkeit der Religionsgemeinschaften von der Staatskasse. Also hätten sich die Protagonisten des FDP-Kirchenpapiers auf Naumann berufen können. Sicherlich nicht diejenigen unter ihnen, und die gab es natürlich auch, das war aber nicht die Mehrheit, die sozusagen einem Atheismus und antikirchlichen Ressentiments anhingen. Der Naumann war nach wie vor von der historischen Bedeutung des Christentums überzeugt, gerade auch im Hinblick auf den Liberalismus. Zitat, die Anfänge der neueren Freiheitsbewegung kommen fast überall aus religiösen Quellen. Das meint er natürlich im Hinblick vor allem auf die angelsächsische Welt. Aber auch für Deutschland sozusagen hatte Luther eine gewisse Bedeutung. Zitat, denn unsere höchsten Geister, Kante, Ficht, sind ohne Luthers Lebensideal nicht dankbar. Wird man bei Ihnen da hinten, glaube ich, sehr gerne hören. Diese Sätze zeigen eins, Naumann war inzwischen vom konservativen Lutheraner zum liberalen Kulturprotestanten geworden. Und gerade im Kulturprotestantismus sah er die Verbindung von Liberalismus und, in Klammern, evangelischem Christentum. Die Kehrseite war ein ausgeprägter Antikatholizismus. Für ihn war die katholische Kirche ein großes Hindernis bei der Reform von Staat und Gesellschaft in Deutschland. Deshalb hat er dann auch politisch auf einen Block von den Liberalen bis zu den Sozialdemokraten gezielt, die als Kräfte des Fortschritts dem konservativen Block von Zentrumspartei, also politischem Katholizismus und Agrariern entgegentraten. Diese nicht ganz unumstrittene Konzeption machte dann auch die politische Faszination aus, die von Naumann ausging. Bis 1914 ist er da nicht ganz weit von. Es hat einige Fortschritte gegeben, aber die Parlamentarisierung des Reiches ist also vor 1914 nicht eingetreten. Und der Weltkrieg hat natürlich dann alle innenpolitischen Reformpläne über den Haufen geworfen. Auch Naumann hat sich anders politisch orientiert und suchte unter dem Stichwort Mitteleuropa eine weltpolitische Rolle auch im Zeichen dieses Weltkriegs für Deutschland zu bewahren. Erst in der zweiten Hälfte gab es dann wieder auch Diskussionen über innenpolitische Reformen im Kaiserreich. Und ganz kurz vor Schluss des Kaiserreichs mochte es so scheinen, dass Naumanns alter Plan von Demokratie und Kaisertum noch aufgehen würde. Aber die parlamentarische Monarchie in Deutschland hat ja bekanntlich, von Naumann zwar sehr begrüßt, aber bekanntlich nur wenige Wochen existiert. Bei der nun nach der Novemberrevolution anstehenden demokratischen und republikanischen Neuordnung richtete Naumann sein Augenmerk übrigens auch auf das Verhältnis von Kirche und Staat. Und hier hatte sich, das ist, glaube ich, sehr wichtig, hatte sich inzwischen ein neuer Gedanke in den Vordergrund geschoben, nämlich der, eine liberale Gesellschaft war ohne christliche Ethik kaum vorstellbar. 1916 heißt es bei ihm, Zitat, Christentum als dem heimlichen Untergrund unseres gesamten sozialen Denkens. Und das ist ja schon ziemlich nah bei dem, was man später das berühmte Bockenförde-Diktum genannt hat. Und damit ging auch das ist interessant, eine Neubewertung des Katholizismus einher, weil man mit dem in der Frage, ob man zu einem Verständigungsfrieden kommen kann, besser zusammenarbeiten konnte als mit den doch sehr imperialistischen Nationalliberalen. Und hier schwand dann auch der Gegensatz zu der anderen großen Konfession bei Naumann. Bei den Weimarer Verfassungsberatungen, dann hat er klar auf die katholische Kirche Rücksicht genommen, denn er hat verhindert, dass in der Weimarer Verfassung bei der Frage der Selbstverwaltung der Kirchen das demokratische Prinzip vorgeschrieben wurde. Und das war natürlich klar, es war eine Konzession an die Papstkirche, das ist klar. Er selbst hat dieses zwar gewünscht, ne, aber hat gesagt, das können wir nicht machen. Er hat zwar jetzt auch eine freie Kirche im freien Staat proklamiert, so wie es dann später auch im Kirchenpapier heißt, aber das war eher gemeint als ein Angebot an die Kirchen, die ja nun sehr desorientiert waren, weil die Verbindung von Thron und Altar weggefallen war, sich mit dem neuen Staat auszusöhnen. Und zwar nicht nur die beiden großen Konfessionen, sondern Naumann wollte das auch auf die kleineren Sekten und sogar das Judentum ausdehnen. Das hieß aber eben auch für ihn, dass es jetzt nicht mehr darum gehen konnte, einfach Religionsunterricht und Kirchensteuer auszusetzen. Nur dann sollte das geschehen, wenn die Betroffenen dagegen Widerspruch einlegten.
Auch sollten die Kirchen weiterhin finanziell unterstützt werden und sie sollten als Körperschaften öffentlichen Rechts sozusagen gewisse Privilegien behalten. Dieses, das muss man auch sehen, dieses war sicherlich Naumanns weitreichendes politisches Erbe. Also mehr noch als was er für den Liberalismus bewirkt hat, hat er, glaube ich, das Verhältnis von Kirche und Staat stark beeinflusst. Denn die Weimarer Kirchenparagraphen sind ja 1949 praktisch 1:1 ins Grundgesetz übernommen. Übrigens unter tätiger Beihilfe von Naumanns bedeutendem politischen Schüler von Theodor Heuss. Die damaligen Liberalen von 1919 haben Naumann diese kirchenpolitische Aufgeschlossenheit nicht übel genommen, sondern sie haben ihn zum Parteivorsitzenden der neuen DDP gewählt. Das ist auch interessant, weil die Leute beim Kirchenpapier haben überhaupt gar nicht mehr verstanden, dass dieser berühmte Paragraph 140 des Grundgesetzes liberalen Ursprungs ist, sondern sie haben dagegen polemisiert. Und das ist, glaube ich, eines der großen Probleme, wenn wir über unser Hauptthema, das Verhältnis von Liberalismus und Christentum, sprechen wollen. Mir scheint es so, man sieht vor allem immer im jeweiligen Gegenüber das Extrem, nämlich Klerikalismus, Ultramontanismus und Weltfremdheit einerseits, wild gewordene Laizismus und kapitalistische Diesseitigkeit andererseits. Dabei sind die Überschneidungen vor allem zwischen Protestantismus und Liberalismus in Deutschland, glaube ich, doch sehr viel größer geworden, als man gemeinhin annimmt. Und Friedrich Naumann steht für mich, für diese Überschneidungen, nicht in einer harmonisierenden, sondern vielmehr in einer suchenden, tastenden, experimentierenden Form. Und ich finde, er bietet Ansätze genug, das Verhältnis von Liberalismus und Christentum mal wieder neu zu überdenken, auch vielleicht im Hinblick darauf, was jeder dem anderen verdankt. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Fröhlich. Sehr schöne Einführung. Vielleicht noch eine Frage von mir, eine inhaltliche Frage. Ich habe irgendwo gelesen, dass neben Theodor Heuss es ein bedeutender Sozialdemokrat war, nämlich Erhard Eppler, der sich auch stark für das Erbe Friedrich Naumanns eingesetzt hat. Der hat 1961 eine Schrift verfasst, das Soziale und Liberale, die liberale und soziale Demokratie. Das hat mich überrascht, wusste ich nicht. Aber es zeigt ja, dass sozusagen Friedrich Naumann ja offenbar, und das ist meine Frage an Sie, über die parteipolitischen Lager hinaus damals nicht nur Widerspruch erfahren hat, sondern eben auch Zustimmung, eben auch gerade nach 45. Und Theodor Heuss und Erhard Eppler sind ja zwei politische Figuren für die Altbundesrepublik, die sehr viel auch miteinander gemacht haben. Also da muss man wissen, dass der gute Erhard Eppler kommt eigentlich aus der naumannianischen Familie. Sein Großvater war Anhänger von Naumann und er selbst war ja kein geborener Sozialdemokrat, kam ja aus einer bürgerlichen Partei, Gesamtdeutschen Volkspartei. Aber es gibt noch einen anderen, der ihre These dann stützen würde, nämlich Eugen Gerstenmeier. Der hat sich auch sehr intensiv mit Naumann beschäftigt, der nun aus der Bewegung des 20. Juli und dann in der CDU, der protestantischen CDU-Flügel, dann kommt. Also Naumann hat Anleihen sozusagen überall gefunden, vor allem natürlich bei protestantischen Politikern, das muss man sehen. Also bei katholischen Politikern weniger, aber bei protestantischen Politikern durchaus, auch über die Parteigrenzen hinweg. Damit bin ich auch bei der gleichen Frage gleich an meine beiden oder unsere beiden Podiumsteilnehmer, im virtuellen Podium, Frau Teuteberg. Was ist für Sie an Friedrich Naumann bis heute interessant, spannend und vielleicht auch neu zu entdecken? Ach, für mich ist erstmal spannend, tatsächlich keinen Gegensatz in erster Linie immer zu sehen zwischen Christentum und Liberalismus. Das erlebe ich oft, dass viele das auf den ersten Blick als einen Gegensatz sehen. Und ich sehe da auch eher viele Berührungspunkte. Nicht nur übrigens, weil ich als Kind noch die DDR erlebt habe und auch die Bedeutung von Kirche als auch Schutzraum für Opposition und für noch anderes jenseits des Staates, sondern auch, weil ich finde, in der Aufklärung sozusagen gibt es ein Spannungsfeld zwischen Freiheitsideen, zwischen mündigem Bürger einerseits und Religion und nicht einen puren Gegensatz. Aber das wird oft in der öffentlichen Debatte so dargestellt. Deshalb finde ich das ein spannendes Verhältnis zwischen Pfarrern und Liberalismus und auch überhaupt Religion und Liberalismus. Würden Sie dem Friedrich Naumann zustimmen, der, wie wir vorhin ja gehört haben, gesagt hat, die Anfänge der neueren Freiheitsbewegung, da meint er die, sagen, ab dem 18. Jahrhundert
kommen fast überall aus religiösen Quellen? Ja, ich kann das sicherlich nicht jetzt im theologischen Sinne abschließend beurteilen, aber nach meinem Eindruck hat das, was auch zum Beispiel das Menschenbild unseres Grundgesetzes sehr wohl eine Menge damit zu tun, mit der Vorstellung, dass der einzelne Mensch vernunft- und freiheitsbegabt ist, dass er auch in der Lage ist, Verantwortung zu übernehmen für sich und für seine Nächsten. Und da sehe ich eben starke Berührungspunkte auch zwischen Liberalismus, dem liberalen Menschenbild und auch dem christlichen Menschenbild. Was würden Sie denn denen in Ihrer Partei entgegenhalten, die sagen, dass mit Naumann, dass dann ausgerechnet ein evangelischer Pfarrer quasi der Namenspatron unserer Stiftung ist, das muss ja wohl wahrscheinlich eher ein Unfall sein. Was würden Sie dann sagen? Dem würde ich gar nicht zustimmen, sondern Liberale sind so vielfältig in ihren Berufen, genauso wie in ihrer regionalen Herkunft, in Zukunft hoffentlich auch, was die Beteiligung von Frauen angeht, aber ganz generell sind Liberale, für die sollte man kein Stereotyp bilden, was ein normaler Liberale ist und was ein Unfall ist, sozusagen, sondern das kann ein Pfarrer sehr gut auch ein Liberaler sein für mich. Mhm. Herr Landesbischof Friedrich Kramer, bevor ich so dann die Frage auch gleich weitergebe an Sie, als wir als internationale Martin-Luther-Stiftung vor, ich glaube, knapp 2 Jahren die Vorgängerin von Frau Teuteberg, nämlich Nicola Beer, ins Kuratorium der Stiftung berufen haben, kriegte ich mal einen Anruf von einem Amtsbruder, der sagte, nun seid ihr ja völlig verrückt geworden, jetzt schwimmt ihr auch im neoliberalen Fahrwasser. Also da merkt man an dieser Position, die hoffentlich keine mehrheitsfähige ist, aber dass es doch innerhalb der evangelischen Kirche doch gewisse Vorbehalte gibt. Wie können Sie sich das erklären oder wie ist Ihre eigene Position auch zum Verhältnis von Christentum und Liberalismus? Auch mit Blick auf Friedrich Naumann natürlich, das war ja der Impulsgeber für heute oder ist Impulsgeber. Ja, Friedrich Linker und Pfarrern hier im mitteldeutschen und im deutschen Raum, die sozusagen vielerlei Weise gesellschaftliche Prozesse vorangebracht haben in sozialer Frage. Ich finde es toll, dass eine Stiftung nach einem Pfarrer benannt ist. Das macht uns als Kirche erstmal fröhlich, wenn es ein protestantischer Pfarrer ist, erst recht. Und das Verhältnis von Liberalismus und Kirche ist natürlich für uns Ländern, wo dieses 74er Papier für uns ja erstmal keine Rolle gespielt hat, sondern wir hier die Liberalen ja eher als ein Teil sozusagen von Blockparteien erlebt haben und eigentlich die Liberalen immer als die noch mit die Vernünftigen galten, mit denen man was machen konnte. Also wenn man nicht in die SED gehen wollte, die liberale Partei war eine echte Alternative, die da beschrieben haben, dass ein Pfarrer darauf reagiert, eher so eine Erfahrung der ab den 90er Jahren, diese ganze neoliberale Debatte, wo man nicht mehr auseinander hält, was sind eigentlich liberale Grundwerte und was ist einfach nur ein reiner Wirtschaftsliberalismus. Und ich freue mich immer, wenn Liberale für mehr, kenne ich auch viele große Köpfe auch heute in der Partei und ich finde das ein wichtiger Punkt. Zweiter ist für mich, wenn ich heute auf das liberale Thema gucke, muss ich sagen, dass mir auffällt, wenn man Europa anguckt, dass wenn der Populismus wächst, die Liberalen kleiner werden. Ich hoffe, dass es so bleibt, weil ich glaube, dass der Grundliberale... Ich mache mich stolz, dass die in Deutschland Liberalen sich gut halten. Das Grundgeist, der sich sehr wohl mit dem Christentum verträgt, weil die Grundidee ist natürlich eine Frage, wie man Freiheit versteht und da kommen wir drauf zu sprechen. Also wir verstehen natürlich Freiheit lutherisch auch als Freiheit zur Bindung. Also es ist immer noch eine andere Dimension, als man Freiheit von etwas versteht. Aber diese Grundfrage, die jede Gesellschaft beantworten muss und dass es dafür eine Partei gibt, die dafür immer einsteht, finde ich großartig und dass sein Pfarrer dafür den Namen gibt für so eine Stiftung. Bin ich zu hören? Moment, ich muss den Ton wieder anmachen. Habe ich. So, bin ich jetzt zu hören? Ja. Jetzt sollte ich zu hören sein. Ja. Verstehst du mich? Ja. Bin ich zu hören? Ja. Gut. Das mit der Technik will doch noch ein bisschen geübt sein.
Es ist ja, wir werden das im Zusammenhang der Fortführung dieser Reihe noch mal ein bisschen vertiefen. Es ist ja nicht nur unter der evangelischen Pfarrerschaft und auch, sag mal so, unter den Menschen, die sich für Politik, Kirche und überhaupt aktuelle Fragen interessieren, nicht mehr so richtig im Bewusstsein, dass auch in Thüringen selber maßgebliche Figuren der Thüringer Kirchengeschichte Liberale gewesen sind. Also ich will nur mal zwei Namen nennen. Der eine ist Rudolf Herrmann, ein Kirchenrat, der dann auch das Amt eines Sozialreferenten im damaligen Landeskirchenamt nach 45 innehatte. Einer meiner Vorgänger als Vorsitzender der Gesellschaft für Thüringische Kirchengeschichte, der diesen Verein mitgegründet hat mit Karl Heusi zusammen, einem sehr renommierten Kirchenhistoriker, der allerdings zu der Generation gehörte, die nach dem Krieg, dann nach 45 und schon relativ alt waren und die doch auch durch das Wirken der damaligen SED in ihrem eigenen politischen Wirken noch relativ schnell auch auf die Seite gestellt wurden. Aber das ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass es da für die evangelische Kirche, aber eben auch für die politische Geschichte hier in Thüringen und in den neuen Ländern auch noch eine Menge zu entdecken gibt. Ich komme jetzt zu der ganz persönlichen Motivation für Sie als Landesbischof, aber auch für Sie als Generalsekretärin der FDP, Frau Teuteberg. Wie würden Sie denn Ihre eigene Motivation für Ihr politisches Engagement begründen? Gibt es da, Sie hatten es vorhin kurz angedeutet, das ist die Ostbiografie, sage ich jetzt mal, oder auch das Verwurzeltsein in der damaligen Kirche. Was sind die Stränge, die Motivationsstränge, die für Ihr Handeln, für Ihr Engagement grundlegend sind? Also für mich ist es das liberale Menschenbild, was für mich tatsächlich eben sehr gut zum christlichen Menschenbild passt, überhaupt kein Gegensatz ist, nämlich die Frage, dass grundsätzlich jeder Mensch auch sehr stark selbstverantwortlich ist für sein Leben und auch für Verantwortung übernehmen kann und sollte für seine Nächsten und nicht in erster Linie auf ein anonymes Kollektiv die Verantwortung abschieben oder etwas erwarten, zum Beispiel von der Gesellschaft und vom Staat, was er oder sie selbst nicht grundsätzlich auch bereit ist zu geben oder an Regeln einzuhalten. Also es ist schon ein Menschenbild von freiheits- und vernunftbegabten Menschen, die in der Regel Verantwortung für sich und andere übernehmen können, was natürlich einschließt, zu helfen, wo das nicht der Fall ist, aber grundsätzlich, dass Menschen ihr Umfeld selbst gestalten können, dass sie für ihr Leben, ihren Lebensunterhalt, ihr Glück auch selbst Verantwortung übernehmen sollten und das auch für andere tun können. Das ist meine Motivation und nicht auf ein Kollektiv zu setzen oder die Verantwortung auf andere abzuschieben. Vielen Dank. Die Frage auch an den Landesbischof. Was ist Ihre Motivation für das Amt des Pfarrers und des Pfarrers sozusagen in besondere Verwendung, nämlich als Landesbischof? Wir haben ja kein Weiheamt, sondern das Bischofsamt ist ja streng genommen einfach ein Pfarramt sozusagen mit besonderem Zuständigkeitsbereich. Also was ist die Motivation? Ja, fürs Pfarramt. Und kann ich klar sagen, ist die Motivation, in DDR-Zeiten groß geworden bin und mich auch dieser Freiheitsaspekt und dieser Wahrheitsaspekt und das in einem System, was weder wahrhaft auch der Freiheit und der Wahrhaftigkeit empfunden. Ich bin jetzt Landesbischof geworden, das ist ja zum Glück, sucht man sich das nicht aus, sondern man wird gefragt und man wird gewählt. Also das heißt, das ist eine andere Struktur. Man kandidiert nicht im eigentlichen Sinne, weil Sie das Menschenbild ausgeschildert haben, Frau Teuteberg, ist noch ein Stück anders. Für mich ist das christliche Menschenbild eins, das sehr realistisch ist, was sozusagen eine grundlegende Struktur, dass er sich verfehlt und die Verfehlung oder das, was ihn bindet, ihn nicht knechtet, besteht darin, sich an etwas zu binden, was über ihn hinausweist. Und das ist für mich Gott, das ist Jesus Christus. Und durch diese Bindung an Freiheit, die nochmal ganz anders Selbstverantwortung und auch Gestaltung und Nächstenliebe ermöglicht. Ich glaube, da gibt es eine kleine Differenz im Menschenbild.
Aber auf die Selbstverantwortung läuft es in jedem Falle hinaus. Ich würde sagen, dass die Freiheit durch die Bindung entsteht. Und am schönsten kann man das in der Liebe sehen, wer sich wirklich bindet mit Haut und Haaren. Vielleicht bleiben wir mal gleich bei diesem Thema Freiheit. Herr Landesbischof, Sie haben ja gerade das im Grunde genommen auf, so indirekt auf Martin Luther schon angespielt. Diese berühmte Schrift von 1520 von der Freiheit eines Christenmenschen, die ja vielleicht, können Sie das mal ein bisschen erläutern, ja mit einer paradoxen These aufmacht, eben dass ein Christenmensch ein freier Mensch ist, ein freier Herr über alle Dinge und zugleich ein Mensch, der allen Dingen und allen Menschen untertan ist. Das ist ja ziemlich paradox. Also vielleicht das Verhältnis von Bindung und Abhängigkeit und Verhältnis von Freiheit, wie kann man das theologisch auch Menschen erläutern, die da keinerlei religiöse oder theologische Vorbildung haben? Ja, Luther ist ja der große Freiheitstheologe und auch Freiheitstheoretiker der beginnenden Neuzeit. Gerade in dieser Doppelung, wie Sie es ja gerade beschrieben haben, also der Christenmensch ist von Dingen anbelangt und gleichzeitig ist in der Liebe gebunden. Das heißt, wer nur sich selber liebt, nur an sich denkt, der kann sozusagen, das wird in eine Gesellschaft münden, die zerstörerisch ist. Und nur in der Bindung sozusagen an die Liebe und an den Nächsten kann ich zum Knecht werden. Also eine Knechtschaft, die erzwungen ist, funktioniert nicht. Ist jedenfalls brutal und schlimm, aber eine Bindung, die mich freiwillig dazu verführt, Dinge zu tun, auch wiederum eine große innere Freiheit. Und ich glaube, dieses Doppelparadoxon, ich bin ein freier Mensch und niemand untertan und ich bin jedermann untertan in der Liebe und ein Knecht, wenn ich zu Jesus Christus gehöre, das hat Luther in seiner Freiheitsschrift gelesen, ist auch relativ gut zu verstehen, dazu man kein Theologe ist. Und man kann es aufs eigene Leben und auch auf unsere politischen Verhältnisse, glaube ich, in guter Weise übertragen. Wir würden heute im Grundgesetz sagen, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja genau diese Freiheit, die jeder hat. Niemand kann dir sagen, wer du bist, was du bist, wie du zu denken und zu tun hast, sondern du bist frei. Aber auf der anderen Seite im Leben funktioniert Menschlichkeit nur in Beziehung. Und wer da in der Lage ist, sich sozusagen hinzugeben, so wie das Jesus auch vorgelebt hat, wer mit viel Energie und Kraft auch für andere da ist, da entsteht eine Gesellschaft, die lebenswert erkraft. Ich will mal die Frage aufnehmen, der fragt, wird das Christentum in seiner Bedeutung für die Gesellschaft durch den Liberalismus gestärkt oder gefördert? Vielleicht an Sie, Frau Teuteberg, und auch an Sie, Herr Landesbischof. Frau Teuteberg zuerst. Ja, also zum einen möchte ich schon noch kurz anfügen, ich sehe gar nicht so den Gegensatz oder die Differenz im Menschenbild. Bei Liberalen gehört schon auch dazu, dass Menschen die Freiheit haben, sich auch selbst zu binden. Das kann zum Beispiel bedeuten, in der Ehe, in der Familie und auch sonst Verantwortung für andere zu übernehmen und frei gewählte Bindungen einzugehen. Ich finde, dass das im Liberalismus durchaus die Rolle auch von Religion, von Christentum eine starke sein kann, aber natürlich keine, die durch eine Art Staatskirche vorgegeben ist, sondern eine, die was mit der garantierten Glaubensfreiheit zu tun hat, darauf übrigens auch auf selbstgewählte Gemeinschaften, auf Gemeinde zu setzen, Subsidiarität, das ist nicht nur die Gemeinde im politischen, bei der kommunalen Selbstverwaltung, sondern auch das Engagement von Christen in ihrer Gemeinde vor Ort. Insofern, da gibt es auch Leute, die das anders sehen. Herr Fröhlich hat das Kirchenpapier angesprochen. Und gerade in Ostdeutschland gibt es ja auch manche, die das verwechseln mit Atheismus. Das sehe ich gar nicht so, sondern ich halte da unser Grundgesetz hoch, was für uns die liberale Werteordnung auch unserer Verfassung ist. Und das stärkt ja die individuelle und auch die kollektive Glaubensfreiheit. Ich will mal die Frage noch ein bisschen ausweiten. Bin ich zu verstehen? Ich muss mal ganz kurz dazwischen funken. Wir haben gerade eine technische Störung bei Herrn Kramer auf dem Rechner. Vielleicht kann Herr Kramer sich mal zu Ihnen setzen, Herr Dr. Seidel, dass Sie vielleicht im Dialog nebeneinander erscheinen, damit wir die Veranstaltung ohne weitere
Funkstörungen abhalten können. Wir können aus der Ferne die Verbindung leider nicht entsprechend stabilisieren. Wir haben probiert. Vielleicht können wir da eine kleine, unüblicherweise Doppelsitzung ausmachen bei Ihnen. Wir haben das Glück, dass Sie ja beide in dem gleichen Raum sind und wir können somit die Qualität besser aufrechterhalten. Herzlichen Dank für die Flexibilität. Ich denke mal, Sie kennen sich schon nah genug und das würde jetzt entsprechend auch keine weiteren Probleme mit sich bringen. Ich danke Ihnen und wünsche noch weitere viel Spaß. Ja, wir versuchen das mal so und müssen jetzt das Risiko sozusagen der nicht ausreichenden Distanz mal eingehen. 20, aber 40, 60, 60. Ja, 1,42 Meter. Gut. Ja, ich wollte die Frage sozusagen nochmal weiten, insbesondere mit Blick auf die Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche. Dr. Fröhlich hat es ja mit seinem Einführungsvortrag auch nochmal deutlich gemacht. Also das Papier von 74, das eine sehr strikte Trennung von Staat und Kirche vorgesehen hat. Und das Thema der Rollenbestimmung hat natürlich jetzt auch im Zusammenhang der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt. Ich möchte das mal festmachen, einen Begriff, der sehr heftig diskutiert wurde und wird. Und die Frage zunächst an Sie geben, Frau Teuteberg, sind Sie der Meinung, dass die Kirche in dieser Zeit seit März eine systemrelevante Aufgabe und Rolle hat und diese auch wahrnehmen sollte, erstens, also Teil 1 dieser Frage und Teil 2 der Frage, hat sie diese Rolle gespielt? Nun, ich muss sagen, ich habe generell meine Bauchschmerzen mit diesem Begriff Systemrelevanz, nicht nur schon aus seiner Verwendung in der Finanzkrise, sondern auch jetzt, weil ich manchmal den Eindruck habe, dabei kommt zu kurz, dass in unserer Demokratie, in unserer offenen Gesellschaft letztlich jeder Mensch systemrelevant ist, nur weil wir jetzt uns auf bestimmte Berufe konzentrieren müssen gerade oder darüber diskutieren, welche Einrichtungen müssen auch unter Pandemiebedingungen geöffnet bleiben oder Belieferungen sichergestellt werden, finde ich den Begriff schwierig, aber wenn ich ihn mal annehme, ich finde, dass auf eine bestimmte Art Kirchenseelsorge zum Beispiel existenzrelevant ist für Menschen. Vielleicht nicht systemrelevant in so einem technischen Sinne wie Infrastruktur. Und was mir schon aufgefallen ist jetzt im Zuge der ganzen Corona-Beschränkungen, ist, dass es einerseits natürlich verantwortlich ist, im Zuge von Infektionsschutz zu sagen, wir haben die Einsicht, dass das eine Zeitweise in Ordnung ist und gerechtfertigt ist, zum Beispiel Gottesdienste nicht durchzuführen. Aber mich hat schon gewundert, wie wenig es diskutiert wurde in den ersten Wochen und wie sozusagen, ja, wie leicht das einfach hingenommen wurde und wie wenig auch die ethischen Dilemmata zum Thema wurden in unserem Land, dass ja zum Beispiel da, wo Menschen Seelsorge brauchen, in Sterbesituationen oder anderen sind, dass vielleicht zumindest öffentlich nicht so sichtbar wurde, dass man dort trotzdem das sicherstellt. Und dass wir sozusagen nicht nur so eine einfache Schwarz-Weiß-Situation haben, sondern viele moralische Fragen sich in dieser Pandemie stellen. Und es manchmal auch wichtig ist, trotzdem Menschen aufzusuchen, um ihnen zum Beispiel Begleitung zu geben in schwierigen Situationen. Ja, vielen Dank. Ich gebe mal die Frage gleich an Bischof Kramer weiter. Ja, neulich hat ja die vormalige Ministerpräsidentin des Freistaates Thüringen, Frau Christine Lieberknecht, in einem Interview, ich glaube, es war in der Welt, dann schwere Vorwürfe an die Kirchenführung erhoben, dass eben dazu wenig gesagt wurde, insbesondere natürlich über die Folgeschäden auch von Menschen, die jetzt gar nicht an Corona infiziert sind, sondern die vielleicht deren Operationen aufgeschoben wurden oder andere, die aus Angst vor Infektionen wiederum nicht ins Krankenhaus gekommen sind, dass also viel Einsamkeit zu verzeichnen gewesen ist oder noch immer auch ist. Und das hat sozusagen zu heftigen Gegenreaktionen geführt. Wie würden Sie denn heute sozusagen jetzt mit einem gewissen Abstand, sind schon zwei, drei Tage her, diese Kritik von Frau Lieberknecht, die sie ja nicht alleine erhebt, sondern andere haben das ja auch getan, wie würden Sie das einordnen? Ja, da können wir den Laptop wechseln.
Ja, ich habe mit Frau Lieberknecht auch telefoniert, weil ihre Pauschalkritik unmöglich ist und auch nicht den realen Zustand trifft. Deutlich ist, dass, was Sie gesagt haben mit der Systemrelevanz, ich würde ja mal sagen, wir sind himmelreichsrelevant und das ist eigentlich auch ein sehr zentraler Punkt. Ich sage extra himmelreich, weil ich nicht reichsrelevant sagen möchte, da kriegt man wieder falsche Konnotationen. Und wir sind an ganz vielen Stellen, hat sehr vieles funktioniert. Wir haben auch geräuschlos mit den staatlichen Stellen sehr gut verhandelt, zu Fragen auch von Seelsorge, dass wir in die Krankenhäuser reinkommen. Es gibt natürlich in so einer Krise immer alles. Von Versagen bis grandioser Kreativität. Und dass eine Kirchenleitung, wie auch andere Leitungen, eigentlich immer auch versagt, ist eigentlich jedenfalls lutherisch nicht weiter verwunderlich, weil ich ja vorhin schon sagte, der Mensch ist Sünder und lebt aus der Rechtfertigung durch Christus und nicht durch seine Taten. Insofern ist das so eine Anfechtung eigentlich auch für mich klar. Ich glaube, wir haben am Anfang hatten wir ein bisschen das Problem, dass wir nicht die Seelsorge mit in die Krankenhäuser, in die Altersheime schicken konnten, weil wir keine Schutzkleidung hatten. Das hat uns ein bisschen gebremst, großmundig zu verlangen, dass wir überall rein können. Das haben wir aber dann sehr schnell getan. Gleichzeitig haben wir aber auch sehr fitte Mitarbeiter. Ein Pfarrer hat sich eingeklagt, als er zu einer alten Dame nicht durfte. Und ich glaube, so verschiedene Versatzstücke, die Frau Lieberknecht wahrgenommen hat, hat sich dann zu ihrer Kritik verführt, die aber auf die Gänze nicht stimmt. Weder waren die Kirchen alle geschlossen, noch sind Leute einfach sterben lassen, ohne dass jemand hingeht. Das stimmt so pauschal einfach nicht. Und da muss man sich klar zu verhalten. Die Krise hat, glaube ich, was gezeigt. Also gerade im Seelsorgebereich hat sie gezeigt, Menschen, die regelmäßig in der Seelsorge aktiv sind, in den Krankenhäusern, in Altenheimen, da sind, die sind auch reingekommen. Und da gab es, wo gute Kontakte waren, hat es immer auch funktioniert. Die Dilemmata, die Sie beschreiben, Frau Teutenberg, sind massiv. Die sehe ich auch. Und wir haben uns als Kirchenleitung auch entschieden, eher leise und still zu sein, als sozusagen Regierungskritiker uns vorne dran zu stellen. Weil wir finden, dass in so einer schwierigen Verantwortung, die dann eine Regierung hat und die wirklich schwer ist, also was ich weiß, Schulen zu schließen, Krankenhäuser dicht zu machen, das sind ja alles Entscheidungen, die sind alle nicht lustig. Und da muss man gucken, erstmal in der ersten Phase. Und jetzt beginnt eine Debatte und da sind wir natürlich auch mit dabei und werden selber auch natürlich kritisiert. Das gehört sich auch in der Demokratie so. Ja, vielen Dank. Frau Lieberknecht hat ja das auch noch mal ein bisschen präzisiert, beziehungsweise auch nochmal erläutert. Das wird jetzt demnächst auch nochmal, glaube ich, abgedruckt werden in verschiedenen Zeitungen. Wenn ich Sie recht verstanden habe, ging es ihr auch gar nicht so sehr an einer Pauschalkritik sozusagen der Führung, sondern es ging darum, dass, so habe ich Sie verstanden, die Ermutigung seitens der Kirchenleitungen, nicht nur sozusagen was den Mitteldeutsche Kirche angeht, sondern auch sonst, auch den Rat der EKD, Herr Bedford-Strohm, an die Kirchältesten, an Seelsorgerinnen und Seelsorger, an Pfarrerschaft, in dieser sehr schwierigen Situation eben die Menschen nicht allein zu lassen. Ich glaube, das war so der Punkt. Und da kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe eine alte Mutter sozusagen im Altenheim und die Schwierigkeit, die sie jetzt erlebt, also mich nicht sozusagen und auch meinen Bruder und die andere Teile der Familie nicht live sozusagen zu erleben, ist ein großes Problem. Sie ist leicht dement und versteht das nicht. Und es gibt andere, die sind noch viel, viel schwieriger dran. Also in dieser Situation, sagen wir mal, Worte der Ermutigung zu finden für die Menschen, die nicht nur sozusagen professionell, sondern eben auch als Gemeindeglieder oder eben auch einfach als betroffene Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, das, glaube ich, ist eine wichtige Aufgabe von Kirche sowieso und von Bischöfen, finde ich, erst recht. An dem Punkt, glaube ich, muss man, da gebe ich auch Frau Teuteberg oder auch Ihnen recht, nicht unbedingt über das Thema von Systemrelevanz reden, sondern da würde ich mit Böckenförde, der ist heute schon mal genannt worden, dem ehemaligen Verfassungsrichter sagen, dass eben unsere Gesellschaft, unsere freiheitliche Gesellschaft, unsere freiheitliche Grundordnung auf Voraussetzungen ruht, an denen eben die Kirchen ja auch maßgeblich mitbauen sollten und das ja auch tun. Ich würde jetzt sozusagen übergehen, wir sind ja schon ein bisschen in diesem aktuellen Themenfeld, wen wundert's, Corona und die damit zusammenhängenden Problematiken und gehe mal über zu diesem jüngsten Vorstoß des Thüringer Ministerpräsidenten aus Thüringen, sind immer wieder Überraschungen zu erleben. Ich war Frau Teuteberg, manche diskutieren wir jetzt vielleicht nicht in ihrer Tiefe. Ich würde sagen, das ist ein Thema, was wir dann mal ein bisschen schieben, aber es ist dennoch spannend, auch dieses Thema sagen, zwischen Legitimität oder
oder sagen wir auch Praktikabilität von politischen Entscheidungen. Ich möchte jetzt auf den nun im Amt befindlichen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow eingehen. Halten Sie diesen Versuch, den er da unternommen hat oder noch unternehmen will, für tauglich, nämlich den Lockdown, wenn man so will, in gewisser Weise zu beenden und, wie er gesagt hat, aus dem Notstand einen Regelfall zu machen, sozusagen das permanent auf die Agenda zu halten, das nicht einfach nur abzusagen, das Thema. Ist das eine gute Idee, um Sicherheit der Bevölkerung vor einer gefährlichen Krankheit, Freiheit sozusagen, die politische Freiheit und das Verantwortungsbewusstsein und auch die Verantwortungsfähigkeit einer Bürgergesellschaft zusammenzuhalten. Wie finden Sie das? Ja, also wir mussten ja heute feststellen, dass Herr Ramelow offenbar doch nicht so genau wusste, was er da will, weil heute ja nachträglich so ein bisschen klargestellt wurde, dass doch das Abstandhalten und die Maskenpflicht dann doch nicht generell aufgehoben werden sollen. Ich finde, dass das nicht gut kommuniziert war und eigentlich auch schon zeigt, dass wir da schon länger eine offene Debatte drüber bräuchten. Nämlich darüber, wir sagen als Freie Demokraten schon länger, wir brauchen regional differenzierte Maßnahmen auch, sobald das verantwortbar ist, weil in einer Region geringe Infektionszahlen sind, kann auch mehr Öffnung wieder stattfinden. Das gilt für das Religiöse, für das Leben, für den Betrieb von Schulen und Kitas etwa und auch für das wirtschaftliche Leben. Aber das Abstandhalten ist natürlich weiterhin notwendig. Die Pandemie ist nicht vorüber und da darf man, finde ich, jetzt nicht zum Leichtsinn animieren. Aber ich finde, Politik hat auch die Aufgabe, es sich nicht so leicht zu machen nach dem Motto, wer die Freiheit am meisten einschränkt, der kann keine Fehler machen. Auch das hat Kosten und ist ethisch problematisch. Wir sind in einem freiheitlichen Rechtsstaat und da gilt immer die Verhältnismäßigkeit. Und deshalb müssen wir uns auch ständig Rechenschaft darüber ablegen, welche Maßnahme ist wirklich verhältnismäßig. Und in einer Region, wo es kaum Infektionen gibt und wo auch die zum Beispiel die Krankenhäuser überhaupt nicht überlastet sind und die Infektionsgefahr gering ist, da kann man auch wieder mehr Freiheit ermöglichen als in einer Region, wo es ein reges Infektionsgeschehen gibt. Und deshalb brauchen wir auch regional differenzierte, intelligente Lösungen. Aber der Eindruck, den Herr Ramelow da erweckt hat, war ja jetzt, dass man einfach generell das Abstandhalten auch abschaffen könne als Regel. Das wäre natürlich falsch. Aber die ständige Frage danach, was ist verhältnismäßig, die ist in unserem freiheitlichen Rechtsstaat immer verhältnismäßig. Und da hat mir schon in den letzten Wochen gefehlt, jenseits einer Schwarz-Weiß-Zeichnung, dass man darüber sachlich debattieren kann. Die Debatte über verantwortliche Öffnung aus dem Lockdown, die braucht ja auch Zeit, gerade um verantwortlich zu beurteilen und vorzubereiten, wie kann ich Gottesdienste, wie kann ich auch Schulunterricht für die Kinder zum Beispiel verantwortlich organisieren, sodass der Infektionsschutz gewahrt ist und gleichzeitig die Veranstaltung oder das Bildungswesen wieder stattfinden können. Da fand ich, haben es sich viele in der Debatte zu leicht gemacht und das immer auch als rein ökonomische Interessen diffamiert, wenn man die berechtigte Frage gestellt hat, wie sieht eine verantwortliche Öffnung aus und welche Freiheitseinschränkungen sind verhältnismäßig und welche nicht mehr. Da finde ich, wer sonst immer gern über Populismus klagt, sollte aufpassen, auch in moralischen Debatten und in Debatten über Freiheitseinschränkungen nicht diese Schwarz-Weiß-Kategorien nur zu bemühen, sondern sich auch um Abstufung und Differenzierung zu bemühen. Bevor ich die Frage auch gleich an den Landesbischof weitergebe, nochmal zurückgefragt. Der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach sagt ja so gegenüber Bodo Ramelow, er sei total verrückt geworden. Ich nenne das jetzt mal, kürze das mal ein bisschen ab. Er sei da mit den Aluhüten und Rechtsradikalen auf den Leim gegangen. Und wir müssten eigentlich 2 Jahre im Lockdown bleiben. Was sagen Sie da Ihrem Kollegen im Bundestag? Was würden Sie ihm auf diese Kritik hin antworten? Also ich kann die Sorge verstehen, deshalb habe ich ja auch gerade kritisiert, dass das kommunikativ sicher sehr problematisch war, dass am Wochenende der Eindruck entstanden ist, dass Herr Ramelow offenbar alle Regeln abschaffen will und das Abstandhalten auch nicht mehr notwendig sei oder das Tragen einer Maske da, wo sich Menschen zwangsläufig begegnen, im öffentlichen Personennahverkehr oder im Einzelhandel. Das wäre unverantwortlich. Aber gerade wenn wir übrigens, wie Herr Lauterbach das in Aussicht stellt, längere Zeit mit diesem Virus leben müssen, dann brauchen wir doch eine Strategie,
wie wir auch langfristig verantwortlich zusammenleben können mit diesem, unter den Bedingungen einer Pandemie. Und das kann eben nicht bedeuten, das gesamte gesellschaftliche Leben vollständig lahmzulegen, sondern dann müssen wir uns darum bemühen, intelligentere Lösungen zu finden. Wie können wir mit mehr Testkapazitäten, mit den richtigen Hygienevorkehrungen doch Schritt für Schritt wieder gesellschaftliches Leben ermöglichen? Und das ist mir einfach sehr wichtig. Das wird immer so schnell als irgendwas, ja, zum Beispiel als vermeintlich ökonomistisches Denken verunglimpft. Mich bewegt zum Beispiel, dass die Frage der Bildung, gerade im Grundschulbereich, bei den Kindern, wo ja schnell auf der Einwand kommt, ob man das da so sicherstellen kann mit dem Abstand halten, gerade bei den jüngeren Kindern in der Grundschule. Gleichzeitig ist doch aber die Bildung in diesen frühen Jahren ganz besonders wichtig für die Bildungslaufbahn des Kindes, für seine Chancen, aus seinen Talenten, seinen Begabungen, seinen Platz im Leben zu finden. Und dann muss ich mir ganz besondere Mühe geben, das sicherzustellen, dass ich so bald wie möglich diesen Bildungsauftrag wieder erfülle, gerade für die Kinder, die nicht unbedingt aus dem Elternhaus vielleicht da so gute Bedingungen mitbekommen. Und dann kann ich es mir nicht leicht so leicht machen, moralisch vermeintlich auf der besseren Seite zu stehen, indem man sagt, einfach nicht öffnen und so lange wie möglich Freiheit einschränken, sondern es gibt ein ethisches Dilemma auch da. Und das fordert uns heraus, nach verantwortlichen Lösungen zu suchen. Ja, vielen herzlichen Dank. Die Zahlen, also heute kam mal die Nachricht, trotz Lockerung sinken die Zahlen drastisch und auch Virologen wie Herr Schmidt Kanner sieht oder auch Herr Streeck sind ja der Meinung, mehr Tests, weniger pauschale Maßnahmen. Herr Landesbischof, Sie hatten ja heute Gelegenheit, mit Herrn Ramelow zu sprechen. Ich habe gesehen, dass es ja das traditionelle oder wie auch immer das regelmäßige Treffen der Bischöfe, katholische und evangelische, mit ihm gegeben hat. Was ist Ihre Position und was ist vielleicht auch aus diesem Gespräch mitzunehmen? Ich kann erstmal in ganz vielen Punkten Frau Teuteberg voll zustimmen. Also das ist auch unsere kirchliche Strategie, ist, dass wir auf Regionalisierung setzen und auf Eigenverantwortung, weil wir haben zum Beispiel in unserer Landeskirche in Mitteldeutschland haben wir einerseits die Altmark, wo seit 15 Tagen nicht eine einzige Infektion war, und haben noch Sonneberg, wo wir gerade in den Heute-Nachrichten sind. Also ich meine, das ist die Bandbreite und da kann man nicht mit einer Elle draufgehen. Das ist einfach Unfug. Trotzdem sind wir alle in der Tastbewegung, glaube ich. Und das müssen wir uns auch zugestehen. Was heute gilt, kann morgen schon wieder ein bisschen anders sein. Und die Grundidee, so hatte ich Herrn Ramelow verstanden, ist eigentlich vom Verbot zum Gebot zu kommen. Also, dass das internalisiert wird. Und das finde ich lustig, weil das eigentlich eine Ost-West-Geschichte ist. Man hat früher immer die Ostdeutschen daran erkannt, dass sie jedem die Hände schütteln, wenn man sich trifft. Und die Westdeutschen haben das immer nicht gemacht. Da wusste man genau, wer aus dem Osten kommt und wer nicht beim Begrüßen. Und ich schätze mal, dass nach Corona keiner mehr überall die Hände schüttelt, sondern es gibt eine soziale Veränderung. Und ich glaube, dass die Frage ist wirklich, wir müssen ja jetzt auch wieder in eine Struktur kommen, wo wir unter den Bedingungen von Corona auch normales gesellschaftliches Leben ermöglichen. Und für mich ist besonders dramatisch die ganze Frage Kinderbetreuung und so weiter. Da werden einfach uralte Frauenbilder jetzt wieder bedient nach dem Motto, wenn die Kinder bis montags und freitags in die Schule gehen, dann ist doch jemand zu Hause, der auf sie aufpasst. Also das ist für Alleinerziehende und sonst wie, das sind Dimensionen, das kann man nicht lange machen. Das geht auch keinen Monat mehr. Ja, das geht an der Wirklichkeit vorbei. Ich glaube, dass wir da Schritte braucht, dass die dass letztlich, und das haben wir zum Beispiel in unseren Gottesdiensten jetzt gesagt, ist ganz klar, wodurch entsteht Infektion durch Nähe, also Abstand, wodurch entsteht noch eine Gefährdung im Raum, Länge des Gottesdienstes, haben wir gesagt, machen kurze Gottesdienste. Mach doch 3x20 Minuten, ist doch schön, oder 3x30 Minuten. Ja, haben damit angefangen und das ist ganz interessant. Also ich glaube, dass vieles auch mit Fantasie zusammenhängt. Das ist auch zum Beispiel diese ethische Frage der Isolation in Altenheimen. Das ist doch gar nicht nötig. Es gibt da Fenster, es gibt da vielleicht einen Garten. Es gibt auch Möglichkeiten, auch sich zu kontaktieren, ohne dass eine Infektion passiert. Und dass da oft dann so eine krampfhafte irgendwie, dass man denkt, man muss jetzt Schockstarre, die völlig illiberal ist, sozusagen passiert. Ich glaube, Liberalismus heißt immer auch, man muss da einfach nicht um der Freiheit willen, sondern einfach gucken, wo können wir die Freiheiten gewahren, so weit wie möglich und die Bedingungen, wie sie jetzt sind. Und das ist für uns zum Beispiel im Punkto Singen und all so Sachen ja auch eine echte Herausforderung. Jetzt wissen wir, hat die Berufsgenossenschaft gerade gesagt, 3 Meter Abstand, dann dürft ihr singen. Also messen wir unsere Kirchen neu aus und werden demnächst jetzt wieder singen. Und das wird das Schritt für Schritt. Und man ist skurril an manchen Stellen, aber keiner möchte einfach auch eine Gefährdung erzeugen. Und die Beispiele, wo das passiert ist, das will ich auch keinem Mitarbeiter aufs Herz legen. Ja, herzlichen Dank. Ihnen beiden. Ich habe gerade das Signal bekommen, dass wir sagen, die Sendung jetzt auch zu Ende bringen sollen.
Ich möchte, bevor ich ganz ordentlich und höflich, wie ich bin, mich verabschiede, hinweisen auf die nächste Veranstaltung in dieser Reihe der Friedrich-Naumann-Stiftung und der Internationalen Martin-Luther-Stiftung Christentum und Liberalismus, liberale Profile in Thüringen. Und zwar wird die sein, können Sie sich schon mal vormerken, so eine Weile hin, am 24. November, hoffentlich dann live im Augustinerkloster. Und zwar haben wir als Referenten gewinnen können schon Professor Dr. Hartmut Rosa. Viele werden ihn kennen. Er hat einen Lehrstuhl in Jena für Religionssoziologie und ist, und das qualifiziert ihn für diese Veranstaltung, Direktor des Max-Weber-Kollegs. Denn es wird dann an diesem Tag gehen um Max Weber als Soziologen, Nationalliberalen und Politikberater. Also darauf dürfen Sie sich den ganzen Sommer über schon freuen. Nun bleibt mir nochmal ganz herzlich Dank zu sagen, Herrn Dr. Jürgen Fröhlich, für diesen Einstiegsimpuls, der uns die Person sozusagen von Friedrich Naumann nochmal vor Augen geführt hat. Ihnen, Frau Teuteberg, für Ihr engagiertes Mittun und Mitdiskutieren. Alles Gute, Gottes Segen für Ihre Arbeit. Und das Gleiche wünsche ich auch dem Landesbischof Friedrich Kramer in diesen, Vorsicht hier mit der Nähe, für dieses Mitdiskutieren und auch Christian Polacek, Becher. Wir bleiben eng in Kontakt, aber nicht so eng, dass wir uns infizieren. Vielen herzlichen Dank an alle und einen guten Abend. Danke, alles Gute, bleiben Sie gesund. Dankeschön. Danke, ebenso. Sie behütet. Viele Grüße an alle. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, ja, wir haben eine wunderbare Veranstaltung hinter uns gehabt und ich denke mal, viele Fragen konnten geklärt werden. Thomas Seidel hat den Hinweis gegeben auf die nächste Veranstaltung in dieser Richtung. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, wir haben viele weitere tolle Veranstaltungen mit der Friedrich-Naumann-Stiftung. Schauen Sie mal unter freiheit.org, dort unter dem Reiter Events, oder kommen Sie morgen zur nächsten Veranstaltung hier zum Thema Corona, Quo Vadis, Frauen und Geschlechterverhältnisse. Das heißt, die Rolle der Frau gerade in der Corona-Krise, die wir dann diskutieren. Ich freue mich auf Sie. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Ich danke allen Diskussionsteilnehmern, Ihnen, liebe Gäste, und bis bald. Dankeschön. Schönen Abend. Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Danke.